Machindrasana ist die Stellung des Herrn der Fische. Macha bedeutet Fisch, ähnlich wie Matsya, und Machindra ist eine andere Bezeichnung für Matsyendra. Und so ist das auch eine Bezeichnung für Machindrasana. Es gibt aber zwei Stellungen, die als Machindrasana bezeichnet werden. Machindrasana 1. Für Machindrasana 1 komme erst in den Lotussitz und dann fasse die großen Zehen mit deinen Händen und beuge dich dann nach vorne. Gib dabei Kinn oder Stirn auf den Boden und halte die Ellbogen oben. Das ist Machindrasana 1. Machindrasana 2. Machindrasana 2 ist wie Purna Machindrasana. Gib einen Fuß auf den gegenüberliegenden Oberschenkel, die Hüftbeuge, zum Beispiel den rechten Fuß in die linke Hüftbeuge. Gib dabei den rechten Arm über das linke Knie und drehe dich nach links. Das ist Machindrasana 2, auch genannt Purna Machindrasana. Natürlich könnte man auch sagen, es gibt auch Ardha Machindrasana, ähnlich wie Ardha Machindrasana. Letztes ist Machindrasana eine andere Bezeichnung für Machindrasana.